Da kommt der Peter Altmaier auf mich zu und sagt, hör mal, wir müssen sprechen. Ach, sag ich, Peter, willst du mich jetzt hier auf Linie bringen? Ja, ja, sag ich, meinst du, das hat Zweck? Sagt er, nein. Sag Peter, jetzt hast du recht. Aber er muss seinen Job machen. Jetzt hast du recht, komm, wir gehen ein trinken. Ja. Ja, herzlich willkommen heute zu einer neuen Folge von Testosterange, dem Unternehmer-Podcast hier aus dem Camper-Studio im wunderschönen Frieden im Münsterland. Heute zu Gast bei uns Wolfgang Bosbach und ich habe gelesen, einer der bekanntesten deutschen Politiker, obwohl du nie ein Ministeramt hattest. Und ich glaube, das liegt daran, habe ich gelesen zumindest und auch aus der Erfahrung heraus, dass du immer sehr ehrlich und straightforward bist und darauf freue ich mich heute, deswegen freue ich mich besonders, dich heute hier zu haben und mit dir ein Gespräch führen zu dürfen. Ja, danke für die Einladung. Schauen wir mal. Ja. Wie ehrlich du heute bist, meinst du? Ja, genau. Nee, wie straight. Ja, wir haben vorhin gerade schon kurz gesprochen, auch über die EM gesprochen und damit würde ich gerne heute starten. Wir hatten ja gerade die EM im eigenen Land und wir haben vorher schon oft auch drüber gesprochen. Die Stimmung im Land ist so ein bisschen gespalten im Moment und wir haben gehofft, auch viele andere haben darauf gehofft, dass so ein bisschen mit der EM im eigenen Land die Stimmung so ein bisschen steigt. Und welche Erfahrung hast du damit oder wie siehst du das? Kann so eine EM, ein solches Ereignis, die Stimmung im Land verbessern? Ja, die Frage ist immer nur Strohfeuer oder dauerhafte Wirkung. Viele haben ja gehofft, Entschuldigung, eine Wiederholung des Sommermärchens. Und das konnte so nicht stattfinden. Damals waren wir ja völlig überrascht. Denn erstens, dass die Welt uns zugetraut hat, dass wir eine Weltmeisterschaft gut organisieren. Das war klar. Aber dass wir auch so fröhlich feiern können. Das ganze Land war ja schwarz-rot-gold. Damit haben die wenigsten gerechnet. Die Begeisterung hat sich dann auf die Mannschaften übertragen. Wir waren gute Gastgeber. Wir haben sogar, ich glaube, das Spiel war in Dortmund, haben die Italiener im Halbfinale gewinnen lassen. Wir hätten die auch putzen können und Weltmeister werden. Aber wir wollten es gar nicht. Wir haben uns zurückgehalten. Wir waren Gastgeber. Höflich. Höflich, wie wir sind. Konnten wir jetzt leider nicht wiederholen. Aber welche Indizien sprechen dafür? Das letzte Spiel, leider verloren gegen die Spanier, hatte 28 Millionen Zuschauer, 80% Wahnsinn. Einschaltquote. Also das Land ist wieder begeistert worden für die Europameisterschaft, auch für das eigene Team. Das ist ja nicht selbstverständlich in Deutschland. Da ist noch nicht Streaming dabei, da ist noch nicht Public Viewing dabei. Also doch, diese EM, auch unsere Elf, hat die Bevölkerung wieder gefesselt. Und es ist doch schön, wenn man ein ganzes Land jetzt mal unabhängig von parteipolitischer Ausrichtung auf ein Ziel hin orientieren kann. Erfolgreiche Europameisterschaft, das ist eben nicht nur gewinnen, das ist auch guter Gastgeber sein. Das im Großen und Ganzen haben wir das auch bei allen Mängeln, Klammer auf Bahn, Klammer zu, gut geschafft. Aber dann wahrscheinlich eher Richtung jetzt Strohfeuer, weil natürlich diese Stimmung, die gute, die verpufft natürlich auch, weil man mit den Themen, die man ja so oder so hat, dann sich, ob man will oder nicht, wieder dann damit beschäftigen muss, auf kurz oder lang. Und trotzdem würde ich es nicht unterschätzen. Ich sehe es im Ergebnis wie du, aber ich würde es nicht unterschätzen. Guck mal, Rot-Grün ist gescheitert 2005. Man kann das nicht beweisen. Aber wenn Gerhard Schröder die Nerven behalten hätte und bis zum regulären Termin, Herbst 2006, da hatten wir kurz davor das Sommermärchen und die Hartz-Reformen haben erste Wirkungen auf dem Arbeitsmarkt gezeigt, vielleicht wäre das Wahlergebnis ein anderes gewesen. So. Jetzt im Ergebnis, ich habe es gerade schon gesagt, sehe ich es wie du. Das wird jetzt keine lang anhaltende Wirkung haben, wird sie auch nicht positiv für die Ampel auswirken. Aber ich finde es gut, wenn sich ein Land unterhakt und sagt, das ist jetzt mal unser Ziel. Und ich weiß ja, wie schwer wir uns mit internationalen Großereignissen tun. Olympische Bewerbung für Garmisch-Partenkirchen gescheitert, Olympische Bewerbung Sommerspiele Hamburg gescheitert.
Ist doch schön, wenn man jetzt nochmal eine EM im eigenen Land hat und die ganz gut verlaufen ist. Also finde ich auch so, und ich glaube auch, dass diese Grundstimmung schon irgendwo einen Impact hat oder halt sich irgendwie auf die Wirtschaft auch auswirken kann, weil man einfach mal an andere Sachen denkt, und das tut ja auch in der Gesamtheit dann gut. Jetzt bist du als Politiker jetzt nicht einer, würde ich sagen, der so ist wie alle anderen, sondern man hat dich als Marke oder man nimmt dich als Marke auch einfach wahr. Und wir im Unternehmertum arbeiten ja auch hart daran, dass man nicht nur die Firma als Marke wahrnimmt, sondern auch diejenigen, die maßgeblich daran oder dafür gerade stehen, wie die Richtung der Firma quasi vorgegeben wird und in welche Richtung man marschiert mit seinem Team. Wie kann man oder was kann man als Unternehmer von Politikern wie dir lernen, die es geschafft haben, sich als Marke zu etablieren? Ich weiß nicht, ob man das jetzt vergleichen kann, Wirtschaft und Politik. Aber es gibt vielleicht wenige Gemeinsamkeiten. Das eine ist die berühmte Authentizität. Das zweite ist, das habe ich auch lernen müssen in 23 Jahren Bundestag, du siehst im Leben immer zweimal. Ich glaube, das ist das Entscheidende bei Verhandlungen. Das geht dem Unternehmer so wie dem Politiker auch oder umgekehrt. Sobald der andere das Gefühl hat, der zieht mich über den Tisch, ist das Vertrauen zerstört und die Geschäftsanbahnung oder die Koalition ist gescheitert, bevor sie begonnen hat. Und zu meiner politischen Erfahrung gehört auch, Koalitionen scheitern nicht an Sachfragen. Wenn sich die Personen verstehen, dann löst du auch schwierige Probleme, schwierige Sachfragen. Wenn die Personen, die Verantwortung tragen, sich nicht mehr über den Weg trauen, ist die Koalition über kurz oder lang zu Ende. So ist es wahrscheinlich auch im Verhältnis des Unternehmens vom Unternehmer zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Du hast nur im Team Erfolg. Wenn eine Abteilung gegen die andere arbeitet, hast du auch in der Wirtschaft keinen Erfolg. Ist in der Politik nicht anders. Und das Zweite ist natürlich die Beziehung zu den Kunden. Und man kann vielleicht mal kurzfristigen Erfolg erzielen. Aber wenn der andere nach einer Woche merkt, da habe ich mich aber jetzt über den Tisch ziehen lassen, machst du mit dem kein zweites Geschäft. Sagen wir auch ganz oft, man sieht sich immer zweimal im Leben, das sage ich in sehr, sehr vielen Situationen. Und das zeigt ja, deutet auch so ein bisschen darauf hin, dass man eben immer diese von dir gerade angesprochene Authentizität, letzten Endes so diese Ehrlichkeit immer da walten lassen sollte, weil man eben sich nicht in der Regel nur einmal sieht, sondern man ja auch eine längerfristige Beziehung auch zu seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zum Beispiel haben möchte und da niemand über den Tisch ziehen sollte. Nochmal zur Politik so ein bisschen. Du hast wohl mal gesagt, dass Politik nicht nur dicke Bretter bohren wäre, sondern einen ganzen Wald letzten Endes. Und da wäre meine Frage, warum hast du trotzdem diesen Weg mal eingeschlagen und vor allen Dingen, warum bist du trotz dessen dann so lange dabei geblieben? Also ich komme aus einem politisch sehr, sehr interessierten Elternhaus. Mich hat immer wirklich fasziniert, dass mein Vater gesagt hat, er ist mit 18 Jahren Soldat geworden. Er hatte geglaubt, für eine gute Sache in den Krieg zu ziehen. Da war sein älterer Bruder schon gefallen. Da ist er Soldat geworden aus Überzeugung. Der hat also gar nicht den Anschein erweckt, als sei er schon immer Widerstandskämpfer gewesen. Die waren nicht in der Partei und die Eltern und Großeltern nicht. Aber er hat gesagt, jawohl. Für die Sache. Für die Sache, für mein Land. Mhm. Ja, dann war Papa in Russland und links und rechts sterben die Kameraden und du hast nur einen Wunsch, du willst irgendwie lebend nach Hause. Und das ist eine ganz wichtige Frage, wie konnte überhaupt ein solcher Typ wie Adolf Hitler und seine Konsorten, wie konnten die ein ganzes Land verführen, wie konnten die eine Demokratie demolieren und eine faschistische Diktatur aufbauen? Und das war so, was unser Vater, meiner Schwester und mir mitgegeben hat. Also Leute, nie mehr. Nie wieder Krieg. Mein Vater war sicherlich konservativ, aber das war kein Nationalist. Und dass das Deutschland nie wieder passiert, das war bei uns immer Thema. Und dann wächst du mit politischen Gedanken auf. Obwohl mein Vater nie ein politisches Amt innehat. Aber ich glaube, er wäre gerne an meiner Stelle im Bundestag gewesen. Und wie hält man das dann so lange aus, obwohl man immer wieder dicke Bretter bohrt? Ich meine, das ist ja, ich meine, wir kennen alle politische Zusammenhänge. Wir haben als Unternehmen natürlich auch viel mit politischen Themen zu tun. Wir haben vorhin über Vorschriften und Verordnungen und so weiter gesprochen, die für unser Geschäft natürlich auch wichtig sind. Und da muss man viel Geduld haben. Da muss man tatsächlich dicke Bretter oder, wie du es gesagt hast, Wälder bohren. Wie bleibt man dann so lange dabei? Und auch mit dem Enthusiasmus, den ich... Ja. Den habe ich heute noch. Ja. Den habe ich heute noch. Ich habe 7 Jahre kein Mandat mehr. Aber
werde immer noch sehr, sehr oft eingeladen. Ich habe mal ungefähr 250 Veranstaltungen im Jahr. Jede macht mir Spaß. Was anstrengend ist, ist die Reiserei. Was schön sind dann die Veranstaltungen, aber auch vor allen Dingen, wenn sie gut besucht sind. Also lassen wir uns nichts vormachen, da sind wir nicht wie andere Künstler, die wollen auch Applaus des Publikums das haben. Ist klar. Also, wenn ich das Gefühl hätte, da warten nur 9 Leute auf mich, würde ich auch nicht durch die halbe Republik fahren. Es ist die Überzeugung, wirklich etwas bewegen zu können, etwas Positives bewegen, etwas verändern zu können. Und ich muss immer schwunzeln, wenn ich im Fernsehen so Reportagen höre über schwere Arbeit von Abgeordneten, lange Tage, Nächte, lange Sitzungen. Ich habe 23 Jahre Spaß gehabt. Ich bin jeden Tag gerne ins Büro gegangen und ich wette, das geht euch auch so. Wenn du was machst, was du gerne machen möchtest, guckst du nicht auf die Uhr. Wenn du was machen musst, was du eigentlich nicht machen willst, sind 3 Stunden schon zu viel. Deswegen, es gab nichts in der ganzen Zeit, was ich lieber gemacht hätte. Also bin ich dankbar, dass ich das machen durfte. Und in der Regel ist man in dem, was man gerne tut, auch gut. Und ich glaube auch, Stichwort diese Auftritte auf Bühnen oder auch die Präsenz im Bundestag, wenn man dir zuhört, merkt man, dass das auch von der Rhetorik her nicht so der Mainstream ist bei den Politikern, weil man dir auch einfach gerne zuhört. Jetzt ist ja auch als Unternehmer ein großes Thema, wie erreiche ich am besten die Zielgruppe, ob das Kunden sind oder ob das Lieferanten sind oder ob das natürlich das eigene Team ist und wie spreche ich die richtige Sprache, wie kann ich von der Rhetorik her gut arbeiten, damit ich entsprechend da meine Botschaft transportiert bekomme. Hast du eine Rhetorik-Ausbildung genießen dürfen oder wie bist du zu dem Speaker geworden, der du heute bist? Keine einzige Minute habe ich bei Rhetorikkursen oder Trainern verbracht. Allerdings, man lernt jeden Tag dazu. Ich will gar nicht sagen, dass das, was für mich wichtig ist, dass das jeder andere übernehmen muss oder übernehmen kann. Ich kann immer nur sagen, wie ich die Dinge sehe. Ich bin also der Letzte, der Meinung ist, alle anderen um mich herum müssen es genauso sehen wie ich. Nein, muss keiner. Ich sage auch bei den Reden immer, der eine sieht es so und der andere sieht es anders. Ich sage Ihnen nur meine Meinung. Das Erste ist, es gar nicht versuchen, so den Intellektuellen zu geben und Dinge total kompliziert zu machen. Ja? Also ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn auf einer Einladung steht, gemütliches Beisammensein, obwohl da natürlich Get Together steht heute. Das ist klar, aber ich habe mit normaler Ausdrucksweise überhaupt keine Probleme. Das Zweite, ganz wichtig, hat keiner gerne, wenn er belehrt wird. Erklären, ja. Auch das Produkt erklären, ja. Aber nicht die Leute belehren. Nach dem Motto, ich weiß etwas, was du nicht weißt. Ganz einfach erklären. Das Dritte ist, das gilt für Politik, wie für Unternehmer auch. Was ist der Unique Selling Point? So, was unterscheidet die Firma Kemper von den Marktbegleitern? Was unterscheidet meine Partei von der politischen Konkurrenz? Es gibt viele Gemeinsamkeiten, aber es gibt auch nicht unerhebliche politische Unterschiede. Und das Letzte ist eben immer auf den Kundenwunsch eingehen. Das ist bei der Politik etwas schwieriger, weil man dann sofort den Vorwurf bekommt, Populismus. Populismus wird ja oft negativ konnotiert. Dabei heißt es im Grunde, wenn man es übersetzt, nur das, was das Volk bewegt. Da musst du als Politiker aber aufpassen, dass du den Menschen auf den Mund guckst, aber ihm nicht nach dem Mund redest. Also ich finde, Populismus ist erstmal eine Sache was Gutes, weil es eine Komplexitätsreduktion ist. Also man vereinfacht Themen, was aber erstmal der Kommunikation hilft und dem Verständnis hilft, dass jeder, egal aus welchem Fachgebiet man kommt, versteht, was ist jetzt hier die Idee dahinter und warum tut man das. Viele Sachen sind natürlich nicht so einfach in der Sache. Und dann wird es natürlich schwierig, weil man hat sagt, also der Populismus wird natürlich auch manchmal falsch eingesetzt. Und es gibt natürlich eine Partei, die das in Deutschland sehr eindrucksvoll umsetzt. Ich glaube, hier ist die Botschaft eher, dass man sagt, warum immer wogegen sein? Dann sollte man vielleicht mehr darüber sprechen, wofür die jeweiligen Parteien stehen. Ja. Und da sind wir bei dem Unique Selling Point wieder. Ich muss immer herzhaft lachen, wenn mir jemand sagt, aber die AfD, die stellt doch die richtigen Fragen. Da muss ich wirklich immer lachen, weil ich sage, darum geht es doch gar nicht. Was mich erschreckt, sind die Antworten. Ja. Doch nicht die Fragen, doch nicht die Themen, sondern die Antworten. Ja? Ja. Die
Reduzierung komplexer Sachverhalte auf schlichte Antworten, die einfach in der Praxis nicht funktionieren können. Das macht mich unruhig. Richtig. Das heißt also, beim Publikum eine Erwartungshaltung wecken, die du niemals erfüllen kannst. Und das war nie mein Ding. Aber erstmal ist das befriedigend als Zuschauer, weil man sagt, aha, so finde ich das nämlich auch gut. Auch wenn man gar nicht weiß, die Herleitung, wie kommt man denn dahin? Weil der Weg ist überhaupt nicht klar und man weiß gar nicht, wie man das machen soll. Aber natürlich erstmal hört sich das vielleicht für den einen oder anderen ganz gut an. Zum Thema Rhetorik habe ich noch eine kurze Frage. Ich habe Lanz gesehen und da haben die Junge Union, also deren entsprechenden Vorsitzende und auch von den anderen Parteien die ganzen, der Nachwuchs quasi da gesessen. Und was mir relativ übel aufgestoßen ist eigentlich, weil ich es so schade finde, ist, dass die Kommunikation sich angehört hat, als ob es einfach ganz normale Bundestagsabgeordnete sind. Und so diese ganzen jungen Leute, ihre Superpower, nämlich das Jungsein und auch Jungsprechen, überhaupt nicht eingesetzt haben, sondern lediglich sich quasi dem Sprech der älteren Generation angepasst haben. Warum ist das so und warum kann man das nicht irgendwie auch als Partei fördern, dass genau das nicht passiert, sondern dass die Jugendlichen in ihrer Sprache auch sich ausdrücken und nicht dieses verwässerte Politikersprech auch anwenden? Weil sie in eine bestimmte Rolle schlüpfen. Ja, auf einmal bist du Staatsmann, bist im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses und du glaubst, dich jetzt vom normalen Publikum abheben zu müssen, auch durch eine andere Sprache. Musst du gar nicht. Was du machen musst, ist authentisch bleiben. Und die Menschen haben ein feines Gespür dafür, ob jemand authentisch ist oder nicht. Ich glaube, man würde mir ansehen, wenn ich etwas sage, was tatsächlich nicht meine Meinung ist. Oder mir geht es ja selber so, das sage ich jetzt mal für alle Parteien, auch für meine eigenen. Ich höre Kolleginnen und Kollegen zu, tolle Rede, ich weiß am Ende jetzt nicht, ist er jetzt dafür oder ist er jetzt dagegen? Womit hängt das zusammen? Weil Politiker sich bemühen, möglichst überall Zustimmung zu bekommen. Hm. Also formuliert man so unscharf, dass man niemanden verprellt. Wenig Ecken und Kanten. Ja, genau, wenig Ecken und Kanten, alles abschleifen. Und es kommt noch etwas dazu, was bei mir am Anfang ja gar nicht der Fall sein konnte, mangels Technik. Social Media hat die Welt verändert. Leider auch die Politik, leider auch die Sprache. Heute kommt es ja gar nicht mehr darauf an, was du sagst. Also heute kommt es nur darauf an, was man aus dem machen kann, was du gesagt hast. Da wird vorne was abgeschnitten, wird hinten was abgeschnitten, da wird der Sinn verfälscht. Aber dann bleibt in der Mitte ein Text übrig, der einen völlig falschen Eindruck erwecken kann. Mhm. Erklärsätze, ganz schlecht, die werden sowieso weggeschnitten. Und das macht die Politik unnötig kompliziert. Und du musst vor allen Dingen angstfrei sein. Du darfst keine Angst vor Kritik haben. Man müsste eigentlich, Paragraph 1 müsste eigentlich sein, bei Mandatsübernahme. Denken Sie daran, Sie können es nicht jedem recht machen. Ja. Einer wird immer Kritik üben. Ja. Richtig. Offenheit und Klarheit ist ja doch so ein Thema, was da so ein bisschen mit rausklingt. Und ich habe irgendwo gelesen, dass du gesagt hast, ich habe Angela Merkel nie angelogen. Also offensichtlich hätte sie es dann ja auch wahrscheinlich sofort gemerkt, so wie du gerade ausgeführt hast. Also wie wichtig ist also Ehrlichkeit und Offenheit in der Politik? Und glaubst du, dass sie ein Stück weit auch verloren gegangen ist in den vergangenen Jahren? Also erstmal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. In diesen Tagen feiert ja Angela 70, Merkel habe ich gelesen ihren 70. Geburtstag. Das stimmt, wir hatten in der einen oder anderen Frage heftige Meinungsverschiedenheiten, aber bei mir wussten sie immer, wo sie dran war. Ich habe sie wirklich nie belogen. Wenn ich Ja sage, war Ja, Nein ist, war Nein. Ich stimme nicht mit. Das kam alle selten genug vor. Mhm. Aber wenn, konnte man mich auch nicht domestizieren, ja, weder mit Ämtern locken, noch irgendwie bestrafen, ja. Ich kann mich noch gut, wenn ich mal aus dem Nähkästchen plaudern darf, an eine Situation erinnern, da war parlamentarischer Geschäftsführer Peter Altmaier, später dann Wirtschaftsminister. Und die parlamentarischen Geschäftsführer haben die Aufgabe, die sogenannten Abweichler auf Linie zu bringen. Da ging es um das zweite Rettungspaket für Griechenland. Da kommt der Peter Altmaier auf mich zu und sagt, hör mal, wir müssen sprechen. Ach, sag ich, Peter, willst du mich jetzt hier auf Linie bringen? Ja, ja, sag ich, meinst du, das hat Zweck? Sagt er, nein. Sag Peter, jetzt hast du recht. Aber er muss seinen Job machen. Jetzt hast du recht, komm, wir gehen ein Trinken. Ja? Dann redest du wild auf mich ein und dann sagst du der Chefin, also der Boss, ist ja völlig unbelehrbar. Und so war es dann auch.
Warum habe ich das gesagt? Das sind so die bitteren Momente in der Politik. Du stehst auf in der Fraktion und du sagst deine Meinung, begründest das auch. Ist ja gut, wenn man nicht nur Meinung hat, auch Ahnung. Das ist ja schön, wenn beides zusammenkommt. Du sagst also auch, warum du nicht mitstimmen kannst. Dann machen es noch vielleicht 2, 3 andere. Dann ist die Sitzung zu Ende. Dann kommen 20 andere und sagen, super, super, genau richtig. Aber warum hast du mir denn nicht geholfen? Ja, alles ganz schwierig und so, schade. Ja, das ist, ich sag mal, auch in dem einen oder anderen Unternehmen sicherlich hier und da auch diese Unterstützung letzten Endes und Offenheit und Klarheit, die du gerade angesprochen hast. Wir haben so den Eindruck auch, dass das so ein bisschen verwässert. Dass es nicht mehr unbedingt diese Unternehmerpersönlichkeiten gibt. Wir haben jetzt gerade natürlich eine Politikerpersönlichkeit hier. Es gibt diese Unternehmerpersönlichkeiten nicht mehr nach unserem Dafürhalten. Erste Frage, siehst du das auch so? Und wenn ja, warum glaubst du, ist das so? Oder wie ist das gekommen? Ich glaube, das ist der Trend der Zeit, dieses Ecken und Kanten abschleifen, dass das sich eben nicht nur auf die Politik bezieht, sondern auch auf andere Bereiche des öffentlichen Lebens. Und die im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses stehen, das sind auch nun mal Unternehmer, das sind Künstler, das sind Sportler. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da gingen die Spieler vom Platz, bevor sie geduscht haben, bevor der Pressesprecher mit ihnen die ersten Statements hat. Die haben Sachen rausgehauen, das ging heute gar nicht mehr. Und heute, alles wird sehr glatt formuliert, pressetauglich gemacht, massenkompatibel gemacht. Die haben sie auch in Trainingslagern früher Dinge erlaubt, das gibt es heute gar nicht mehr. Warum? Weil es sofort rund wäre in allen Medien. Und das gilt, ich kenne nur wenige, nehmen wir mal Herrn Grupp von Trigema. Das ist so eine alte Schule. Wo ich bin, ist vorne, alte Schule, Patriarch, genau. Man muss jetzt nicht alles unterschreiben, was er sagt, aber das ist jemand, der ganz klar seinen Weg geht. Ich behaupte, die Kinder von Herrn Grupp, die jetzt Unternehmen führen, werden sich ganz anders verhalten, auch öffentlich, als der Papa. Und das ist der Lauf der Dinge. Ich glaube auch, weil sie müssen. Weil Führung heute anders funktioniert als vor 20, 30 Jahren. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir leben. Auch eine ganz komplett andere Führungskultur als die Generation vor uns. Wir sagen das auch mal, unsere Väter hatten auch eine ganz andere Taktung, haben ganz anders geführt. Und das war natürlich eher patriarchisch als in einem Konsens, dass man sagt, hey, wir haben hier eine Idee und wir wollen hier, dass alle an Bord sind und wollen hier alle mit abholen, dass man ein gutes Gefühl jeder dabei hat, dass er mit abgeholt wird und einfach auch in die gleiche Richtung gehen möchte. Mit den Unternehmerpersönlichkeiten, das sehe ich genauso. Ich finde es sehr schade. Wir wollen da so ein bisschen nach vorne brechen, weil wir einfach nicht einsehen, dass man so allglatt zu allem eine Meinung haben muss, die kompatibel für die Masse ist. Und was ich ganz bezeichnend fand, war der letzte Auftritt von Thomas Gottschalk bei der Wetten-Das-Sendung, der ein relativ klares Statement abgegeben hat, was aus meiner Sicht total verständlich war, weil er einfach gemerkt hat, er kann gar nicht mehr mit der Leichtigkeit und unverkopft Sachen sagen, die dann witzig sind für den Moment, ohne dass eine Sekunde später auf Twitter, heute X, muss man sagen, sofort ein riesiger Shitstorm losgeht und dann das wiederum natürlich von den Medien aufgegriffen wird, natürlich in erster Linie Boulevardpresse, und die hauen dann auch noch drauf. Und wenn man das ein paar Mal gemacht hat, verliert man natürlich auch die Lust, irgendwie Sachen einfach mal zu sagen, weil man in dem Moment, wo man sie ausgesprochen hat, genau, weiß man schon genau, oh, das geht jetzt komplett in die Hose. Und zum Thema Wahrheit habe ich auch, ne, ich habe übrigens auch noch nie Angela Merkel angelogen, zum Thema Wahrheit habe ich auch noch so. Zu weniger Gelegenheit dazu. Also keine halt, ja. Thema Wahrheit finde ich auch ein interessanter Punkt, was auch dieses ganze Shitstorm-Social-Media-Thema wieder aufgreift. Die Frage ist, was ist Wahrheit heute eigentlich noch wert? Weil jeder hat seine individuelle Wahrheit und wir kriegen auch gerade auf Social Media so viele Sachen ausgespielt, die aus dem Kontext gerissen sind, die, individuelle Fakten oder ne, es gibt ja alternative, so alternative Fakten, auch das gibt's. Also man weiß heutzutage überhaupt nicht mehr, was stimmt, und viele leben ja nach dem Motto, lieber eine starke Behauptung als ein schwaches Argument, und man konsumiert das, und viele
verifizieren diese Aussagen nicht mehr, sondern nehmen die für bare Münze und tragen sie weiter. Und so entsteht eigentlich eine fürchterlich falsche Misskommunikation und wie gesagt, eigentlich fernab von jeglicher Wahrheit. Wie kriegt man das wieder irgendwie eingedämmt oder wie ist deine Haltung zu dieser Situation, in der wir uns befinden? Mut vor Königs. Vor Königsthronen sich dem Trend erst gar nicht anschließen. Anders geht es gar nicht. Und Millionen empfinden das so, wie du es empfindest. Mein Freund Jörg Dahlmann, einer der bekanntesten Sportreporter, Kommentatoren, also nicht Feldreporter, sondern der das Spiel kommentiert hat, der ist gestolpert über einen Satz. Viele, die uns jetzt zuhören, werden sagen, das ist übertrieben, so schlimm ist das doch alles gar nicht. Doch, so schlimm ist es. Über folgenden Satz. Er hat ein Spiel kommentiert. Eine der Mannschaften war Hannover 96. Die haben einen japanischen Spieler. Da hat Dahlmann gesagt, das hat ihm das Genick gebrochen. Aus dem Land der Sushis. Das war's. Ja, stimmt. Weil er nicht gesagt hat, aus dem Land des Sushi. Wurde ihm vorgehalten, er hätte alle Japanerinnen und Japaner als Sushis bezeichnet. Ich wette, er hat sich überhaupt nichts dabei gedacht. Er wollte nur nicht zum 17. Mal Japan oder Japaner sagen. Dann hat er eine Metapher gebraucht aus dem Land der Sushi. Der hat ihm das Genick gebrochen. Ende. Das ist heute, nicht mehr tragbar. Heute schon nicht mehr tragbar. Das ist heute in Deutschland schon Rassismus. Warum? Weil irgendeiner sich aufregt, schreibt was bei Twitter. 1000 andere recken den Daumen hoch, weg mit ihm. Ja, und das kriegt man nicht mehr weg. Ne? Also das ist, ich meine, man sagt ja so oft, das Internet vergisst nicht und ich komme jetzt aus der Generation, oder wir beide, wir alle eigentlich, wo man froh sein kann, dass es keine Handys gab und nicht alles auf Foto und Film, wie auch immer, festgehalten wurde. Und darüber bin ich wirklich, darüber bin ich wirklich sehr froh. Und ich finde das wirklich schwierig, dass man bestimmte Dinge sollte man auch nicht sagen, aber sowas ist natürlich ein ganz krasses Beispiel dafür, wie Dinge aus dem Kontext herausgenommen werden und einfach nur in einem kleinen Teil dargestellt wird und so letzten Endes verwendet wird, um bestimmte Dinge bewegen zu können. Ja, und das passiert und dann, ja in der Politik auch regelmäßig. Das war ja der Aufhänger, gerade Thomas Gottschalk war ja einer, der mal gerne einen rausgehauen absolut. Hat. Ja? Das Publikum liebt ihn ja auch dafür. So, Markus Lanz, sein Nachfolger, Der war ja viel mehr Journalist. Der kam ja nicht die Showtreppe runter und hat gesagt, Leute, hier bin ich, let's have a party, sondern der wird sich präzise vorbereitet haben. Dann passiert dir so etwas natürlich. Aber der Entertainment-Faktor war natürlich ungleich niedriger. Ja, klar, aber das ist eben der Unterschied. Macht man es als Showmaster oder macht man es als Moderator, als Journalist? Richtig. Und wir Unternehmer im Mittelstand, wir müssen natürlich auch nach vorne gucken. Wir haben nicht die Ambition, Showmaster zu werden, aber zumindest wollen wir auch ein Stück weit unsere Zielgruppe unterhalten. Deswegen sind wir auch heute hier. Wir sind in Deutschland in Situationen, wo wir sagen können, ist jetzt nicht alles ganz glücklich gelaufen in den letzten Jahren, zumindest aus unserer Sicht. Wie können wir da nach vorne schauen und dieses Bashing jetzt aufhören, was viele betreiben? Wie können wir nach vorne schauen? Was kann man tun als ein Kind des Mittelstands, was wir sind, damit Deutschland wieder jetzt auf die richtige Bahn kommt und wieder quasi zu alter Stärke zurückkommt? Also Punkt Nummer eins, das, was kritikwürdig ist, kritisieren, ansprechen, aber Deutschland auch nicht runterreden. Es gibt vieles, was in unserem Land deutlich besser ist als in vergleichbaren Staaten. Wir haben eine sehr stabile, jedenfalls bis zur Stunde, sehr stabile Demokratie. Wir haben einen gefestigten Rechtsstaat. Wir haben kommunale Selbstverwaltung, die viele Unternehmen zu schätzen wissen, wenn es um Erweiterung geht, ähnliche Maßnahmen, ist man ja mehr auf die Kommunalverwaltung oder auf den Kreis angewiesen als auf Bund und Land. Wir haben hervorragend ausgebildete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Wir haben das duale System, um das uns viele beneiden. Also wir haben ein relativ sicheres Land bei allen Problemen, die wir haben, verglichen mit anderen Ländern. Kann man bei uns noch sicher leben. Also es ist nicht alles Gold, was glänzt, aber ist auch nicht alles Katastrophe in Deutschland. Da müssen wir den Mittelweg mal finden. Und das Zweite ist, also meine feste Überzeugung, wir müssen dem Thema Bildung einen neuen Stellenwert geben, denn wir sind ein rohstoffarmes Land. Wer nichts im Boden hat, muss was in der Birne haben. Wir werden Wachstum und Wohlstand nur haben. Davon lebt wahrscheinlich auch die Firma Kemper.
wenn wir Produkte und Dienstleistungen haben, wo wir sagen können, wir sind besser als die Konkurrenz. Sie werden kein Gerät verkaufen, wenn Sie sagen, wir sind die Billigsten. Weil das der Kunde sagen wird, dann wollen wir doch mal gucken, ob es nicht noch einen billigeren gibt. Ja, ja, genau. Das Gegenteil ist der Fall. Wir werden Ihre Geräte nur verkaufen, wenn Sie sagen, wir sind die Besten. Ja. Oder wir spielen in der Champions League und wir spielen noch nicht gegen den Abstieg. So, das ist neben der handwerklichen Kunst, das setzen wir jetzt mal voraus, das permanente Arbeiten an dem Gedanken, wie werde ich besser. Wir sind kein Niedriglohnland, wir können auch nie ein Niedriglohnland werden, aber wenn wir teurer sind, müssen wir besser sein. Wenn wir teurer sind, müssen wir schneller sein. Nehmen wir mal ein einziges Thema, also war ja die Frage, Turnaround, wie schaffen wir das? Genehmigungsverfahren. Dauert in Deutschland alles unfassbar lange, bis wir aus den Pötten gekommen sind. Also in einem Wirtschaftsbereich kenne ich mich nur gut aus, weil ich in einer Firma im Aufsichtsrat bin. Wir bohren auch in den Niederlanden, wir bohren in der Schweiz. Da hast du nach wenigen Monaten die Entscheidung. Ja. Nicht immer positiv, mal genehmigt, mal nicht genehmigt. Aber du hast eine Entscheidung, wofür wir in Deutschland Jahre brauchen. Ja, um darauf bauen zu können auch, ne? dass man eben weiß, wie es weitergeht und ob man dann sich in eine andere Richtung orientieren muss. Weil wenn ich das eine nicht genehmigt bekomme, ist ja auch eine wichtige Information, dann kann ich mich wieder auf die andere Sache konzentrieren. Ich habe schon viele Unternehmer getroffen, die mir gesagt haben, entscheidet es so oder entscheidet es anders. Aber erstens entscheidet und bleibt da mal ein paar Jahre dabei und nicht dauernd hin und her. Ja, ich finde das interessant, wir reden ja über Bürokratie. Und der CEO von Bayer, der neue Amerikaner, hat gesagt, er ist jetzt schmerzvoll bewusst geworden, das war nach den ersten paar Wochen, wie stark bürokratisch dieses Unternehmen aufgestellt ist. Und er hat auch gesagt, dass es eigentlich nur eine Möglichkeit gibt, Bürokratie einzudämmen. Und das ist schlagartig. Also es gibt keinen Schritt-für-Schritt-Weg, um Bürokratie zu verringern, weil das System lebt davon, dass es so bürokratisch ist. Und wenn ich jetzt versuche, Maßnahmen einzuleiten, um das kleiner zu machen, diese Prozesse, dann wird immer jemand irgendwo einen Grund finden, warum das gerade nicht geht oder nicht passt. Das heißt, man müsste eigentlich diese Bürokratie schlagartig irgendwie auf einmal auf links krempeln. Aber ist das denn möglich oder müssen wir tatsächlich dann doch diesen schrittweise Weg gehen in Deutschland? Also es ist nicht alternativlos. Schöne Grüße an die ehemalige Kanzlerin. Aber mit einem Schlag beenden, wie soll das in der Praxis funktionieren? Wer soll das machen? Ich fürchte, es geht nur Schritt für Schritt. Und jeder, der sich, ich unterstelle mal zu Recht, über zu viel Bürokratie beklagt, sollte auch mal konkret sagen, was ihn denn jetzt tatsächlich stört. In der Sache würde ich das sofort unterschreiben. Ich kann das auch an einem guten Beispiel erklären. Da wird deutlich, was möglich ist, wenn die Not groß ist. Nach der Wiedervereinigung haben wir sofort gewusst, da war ja der Bundestag noch in Bonn, wir haben sofort gewusst, die Infrastruktur in den neuen Ländern, Straße, Schiene, Wasserwege, bekommen wir nie schnell auf Vordermann gebracht mit dem Planungsrecht West. Das war uns allen klar. Also haben wir ein Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetz beschlossen, was nur für die neuen Länder galt und zeitlich befristet war. Nur für die neuen Länder. Dieses ganze Gesetz bestand aus 12 Paragraphen. So, und wir haben doch schon nach 5 oder 10 Jahren gesagt, boah, das geht aber schnell in Sachsen, Thüringen, Brandenburg. Die geben aber Gas. Grund war dieses Gesetz. Es gab nur eine Möglichkeit der Klage vor dem Bundesverwaltungsgericht. Wenn entschieden war, war entschieden. Und wenn entschieden war, wurde gebaut. So einfach war die Welt. Da gab es keine 3 Instanzen, die das jahrelang geprüft haben. Das ist der Grund, warum es da so schnell voranging. Also man kann schon was machen, wenn man es will. Also Abkürzung und Flexibilisierung in dem Sinne. Und Workaround würde man Workaround. Heute, also. Heute würde man sagen Workaround, ja, ja. Stimmt. Was mich so ein bisschen, oder vielleicht auch für unsere Zuhörer vielleicht wichtig ist, du bist jetzt schon sehr, sehr lange in dem Geschäft und wir müssen also mit kleinen Schritten, sage ich mal, vorangehen in eine Verbesserung der Situation. Und wir haben ja gerade gehört, wenn man eine Entscheidung trifft, auch wenn sie schlecht oder wenn sie getroffen wird und schlecht ist, aber wichtig ist, sie schnell getroffen wird. Siehst du denn da Veränderungen? Geht das in eine richtige Richtung, um da eine gewisse Perspektive aufzuzeigen? Also bei den großen Planungsvorhaben haben wir jetzt einen deutlichen Schritt gemacht.
Wir haben jetzt nicht, was mein Favorit gewesen wäre, das gerade erwähnte Gesetz auf die ganze Bundesrepublik ausgedehnt. Aber wir wollen jetzt, es geht ja nicht um kleinteilige Bebauungspläne, sondern es geht um die großen Infrastrukturvorhaben. Wir wollen jetzt deutliche Beschleunigung reinbringen, braucht vor allen Dingen die Bahn. Die Bahn kann ja auch nur bauen, wenn es dann rechtssicher ist. Aber das, ich habe es gerade schon mal angedeutet, die Not muss erstmal groß sein. Und ich fürchte, so wie ich meinen Laden kenne, es werden mehr neue Regeln dazukommen, als alte abgeschafft werden. Große Behörden neigen nämlich dazu, auch Ministerien, durch Regelungen ihre Daseinsberechtigung permanent unter Beweis zu stellen und damit auch den Arbeitsplatz zu sichern. Ist ja klar, denn jede Regel macht ja nur Sinn, wenn die Einhaltung der Regel auch überprüft werden kann. Dafür brauchst du Manpower. Und deswegen ist immer die Frage, muss das sein oder muss es nicht sein? Und gibt es irgendeine Alternative? Und das Regeln überwachen ist, glaube ich, ja einer der Gründe, warum wir in manchen Bereichen etwas träger sind, weil wir einfach die vielen Berichtspflichten, statistische Pflichten, die es gibt. Und. Ja, manchmal hat man auch für alles eine Regel, obwohl vielleicht gar nicht notwendig. Björn vergleicht das immer aufgrund der Nähe zu Holland mit der holländischen gegen die deutsche Herangehensweise, dass der, wenn der Deutsche irgendwo hin will, dann sagt er, okay, was könnte auf dem Weg an Problemen auf mich zukommen und was für Fallstricke könnten passieren. Und dann wird für jedes Problem und jeden Fallstrick wird eine Problemanalyse und eine Lösung gefunden und dann geht man los. Und der Holländer sagt, okay, ich will dahin, ich laufe mal los und guck mal, was passiert. Und das Problem ist, dass die meisten potenziellen Probleme, die man im Vorfeld identifiziert hat, gar nicht auftreten. Und noch viel schlimmer, manche kommen, die man gar nicht vorher erahnen konnte, wo man also keine Lösung für hat. Man hat also viel Zeit verloren, um Lösungen für Probleme zu finden, die noch gar nicht stattgefunden haben oder gar nicht existieren. Im Gegenzug, der Holländer konfrontiert sich nur mit den Problemen, die er vorfindet, findet eine Lösung und ist natürlich ungleich schneller. Ist jetzt natürlich sehr reduziert, diese ne? Aber die Idee ist natürlich gut, dass man sagt, sollten wir uns vielleicht nicht so verkopft an viele Sachen rangehen, sondern sollten wir vielleicht einfach mal machen, so diese unternehmerische Komponente mit reinnehmen, einfach mal machen und dann gucken wir mal, wo wir rauskommen. Es ist auch eine Mentalitätsfrage. Wenn irgendwo ein neues Produkt auf den Markt kommt, der Amerikaner hat nur einen Gedanken, kann man damit Geld verdienen? Der Deutsche hat sofort zwei Gedanken. Was kann passieren, wenn ich das Gerät benutze und wo kann ich mich versichern, falls ein Schaden eintritt? Ja? Also ich habe ja drei Töchter und die jüngste war die wildeste. Eindeutig die wildeste. Und die ist heute zweifache Mama. Die früher die wildeste war, ist heute der Kampfhubschrauber unter den Helikoptermüttern. Die passt also auf ihre zwei Jungs sowas von auf. Ja? Während mein Schwiegersohn mega entspannt ist, wenn die mal eine Beule haben oder eine Schürfwunde oder irgendwas. Um Gottes Willen, ja. So sind wir groß geworden. Also jedenfalls, ich bin auf der Straße groß geworden. Das ging gar nicht anders, als dass man sich mal die Knie aufgeschlagen hat, ja. Aber wir werden schon so erzogen, überhütet. Ich bin in meinem Leben, schöne Grüße an die Klimakleber, nicht einmal mit dem Auto in die Schule gebracht worden. Bei uns gab es auch keinen Schulbus. Wir sind zur Schule gegangen, im wahrsten Sinne des Wortes. Was kann da alles passieren? Heute werden die Kinder, wenn nicht ins Klassenzimmer, dann jedenfalls bis zum Schulhof gefahren, weil wir ja unbedingt wollen, dass die Kinder ganz sicher ankommen. Wenn man das an der SUV-Schlange vorbei geschafft hat, dann vor der. Aber es gibt tatsächlich ja, es gibt ja an manchen Schulen Grenzen. Da ist eine Linie und da steht ein Schild. Ab hier schaffe ich es alleine. Ja. Weil es eben, ich finde das Bild übrigens schön, dass das mit dem Kampfhubschrauber unter den Helikoptermüttern. Es ist tatsächlich ja so, ja. Also wenn diese Linie nicht da wäre, würden die ja bis in die Klasse begleitet werden. Bei allen wäre das wahrscheinlich so. Ja, ich wurde übrigens nie in den Kindergarten gefahren. Weil das war genau gegenüber. Und ich war immer, manchmal war ich ein bisschen neidisch im Winter, dass alle wurden immer gefahren und ich musste natürlich die 10 Meter laufen. Ja. Aber ich fand nur das aus Prinzip, hätte ich es mal cool gefunden, auch mal gefahren zu werden. Aber ich war nur zweimal da übrigens. Deswegen das kannst du das auch nicht haben. Nein. Aber ich finde, es ist hochinteressant, was du sagst, dass wir so in einer
überhüteten Welt aufgewachsen, schon aufgewachsen sind, aber das heute ist natürlich eine ganz neue Liga. Ich habe ja selbst eine 8-jährige Tochter und merke das ja auch, wie viel da in jeder Hinsicht hingehört wird und alles muss passen und das Thema Vorsicht ist hier ganz präsent. Und ich glaube, dass wir da uns keinen Gefallen mit tun, sondern dass wir auch da, wieder auf den Unternehmerkontext zurückzukommen, wieder mehr einfach mal laufen lassen sollen und mal mehr machen sollen, bevor man sich bei jedem Schritt tausendmal überlegt, was passieren könnte. Ja, also ist jetzt gerade kein deutsches Wort, aber Try and Error, da ist was dran. Ja. Du lernst ja auch aus Fehlern. Viele glauben, du lernst nur durch Siegen. Nein, du lernst auch durch Niederlagen. Deswegen bin ich auch ein Fan davon. Ich weiß, es ist nicht vorgeschrieben, 18 Jahre deutsche Staatsangehörigkeit reicht, aber ich bin ja ein Fan davon, dass man beim Eintritt in den Bundestag oder irgendeines Mandates mal so ein bisschen Berufserfahrung hat, ein bisschen Lebenserfahrung hat. Dann siehst du die Dinge anders, als wenn du gerade aus dem Hörsaal kommst. Es gibt Dinge, die kannst du nicht auf der Schule lernen, die kannst du nicht studieren, die kannst du nur im Leben erfahren. Und dann werden die vielleicht auch nicht so stark beeinflusst, weil du hast ja gerade gesagt, du hast die Vertreter der jungen, also die Vorsitzenden der jungen Abteilungen der Partei, nicht weiß, jungen. Es gibt sicherlich ein Fachwort dafür. Ja, keine Ahnung. Aber vielleicht werden die dann auch nicht so stark geprägt von denen, die noch da sind, dass man direkt in dieses da so reingedrängt wird und vielleicht schon eine stärkere eigene Meinung letzten Endes hat. Das ist vielleicht auch noch ein Vorteil letzten Endes, wenn man mehr Lebenserfahrung hat. Das Skurrile ist, ich lerne tolle junge Leute kennen. Die sind im jungen Alter schon weit rumgekommen, zum Teil mehrsprachig. Die haben eine klare Vorstellung davon, was sie einmal machen wollen. Also dann geht es aber in die andere Richtung. Also schon ein bisschen Work-Life-Balance und allzu viel auch nicht. Und Montagsnachmittags ist ganz schlecht. Ja? Also, und Homeoffice natürlich. Ja? Ich bin ja gar kein Vertreter der harten Schule. Aber ich bin ein Vertreter des ganz normalen Lebens und Lernens. Und du lernst im richtigen Leben, lernst du unglaublich viel, auch durch Enttäuschungen, durch Niederlagen. Wenn du das alles nicht erlebt hast, weil du dich kommod einrichtest, dann fehlt dir viel, wenn du für andere Menschen Entscheidungen treffen sollst. Absolut richtig. Ich kann das bestätigen. Ich habe studiert und habe davor eine Lehre gemacht als Kaufmann. Ja. Und kam dann nach meiner Lehre habe ich dann mein Studium begonnen. Und es kamen aber auch viele Jungs und Mädels direkt nach dem Abi auch in diesen Studiengang. Und ich war erschrocken, welche Fragen gestellt wurden. Na klar, ich hatte einen Wissensvorsprung, weil ich habe 3 Jahre lang einen Lehrberuf erlernt. Ich habe gearbeitet und. Und war somit viel weiter gedanklich, weil ich wusste, wie Prozesse ablaufen, wie ein Unternehmen funktioniert und. Und das fand ich so spannend und jetzt komme ich zurück auf deinen Punkt. Natürlich finde ich es nicht nur gut, wenn ein Politiker vorher mal Berufserfahrung gesammelt haben sollte, sondern ich würde es als zwingend notwendig sehen, dass man ohne eine Berufsausbildung oder eine entsprechende Erfahrung aus dem Berufsleben überhaupt kein politisches Amt antreten dürfte, weil es ist ja zwingend notwendig zu verstehen, was man tut. Ich werde ja auch nicht Koch und habe davor aber noch nie irgendwie mir was zu essen gemacht. Ne? Also man sollte doch irgendwie wissen, über was man spricht. Beim Arzt ist man auch dankbar, wenn er wenigstens Medizin studiert hat. Das hilft. Man muss ja keine jahrzehntelange Berufserfahrung haben. Ja. Aber das werden wir nun nicht ändern, nee, weil ja jeder gleichen Zugang haben muss im öffentlichen Amt. Und dann ist eben 18 Jahre deutsche Staatsangehörigkeit. Welche Ausnahme gibt es? Meine Herren, haben wir eine Ausnahme. Der Bundespräsident. Der muss 40 Jahre alt sein. Also Mama würde sagen, der muss aus dem Gröbsten raus sein. Okay. Der Bundespräsident muss 40 Jahre, aber du kannst mit 18 Minister werden, das ist kein Problem. Auch Bundeskanzler? Ja, klar. Ja. Da habe ich noch eine schöne Frage. Wir stellen unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen oft die Frage, was sie tun würden, wenn sie unendliche Ressourcen hätten. Und auch so ein Thema Quick Wins ist da immer so. Was würdest du als erstes ändern, wenn du eine bestimmte Position hättest? Wir haben da schon öfter mal auch so Rollenspiele gemacht, wo dann zum Beispiel die R&D-Abteilung sich in die Rolle der Vertriebler versetzt. Wenn du jetzt Kanzler werden würdest, morgen, was wären die ersten Dinge, so diese Quick Wins? Und wenn du keine Rücksicht auf Ressourcen nehmen müsstest, was würdest du machen? Also ich versuche es mal irdisch zu machen. Normalerweise müsste man jetzt sagen, ich sorge für Weltfrieden. Ja, okay, gut. Ich schaffe den Hunger ab und so. Das ist alles realistisch. Weit, weit, realistisch. Weit entfernt vom Realismus. Klammer auf leider.
Klammer zu, eine Steuerreform, die den Namen wirklich verdient. Wir haben ein unfassbar kompliziertes Steuerrecht in Deutschland. Mehr als die Hälfte der steuerrechtlichen Literatur auf der Welt erscheint in Deutschland. Dazu kommen noch die Entscheidungen des Bundesfinanzhofes und die Jahressteuergesetze, die jedes Jahr verabschiedet werden. Warum? Wenn ein Recht dermaßen kompliziert ist, dass nur noch Experten durchblicken, wenn überhaupt, dann ist es ungerecht. Dann also für die Experten ist es super? Ja, für die Experten ist es super. Ja, das stimmt, die werden nicht arbeitslos. Ja. Ja. Denn wenn man nachvollziehbar erklären kann, warum wer welche Steuerlast zu tragen hat, dann wird es auch eher als gerecht empfunden. Und wir haben vor vielen, vielen Jahren mit Professor Kirchhoff mal einen Anlauf versucht, der dann kläglich gescheitert ist, unter anderem am damaligen Kanzler Gerhard Schröder, der den Professor aus Heidelberg dann beschimpft hat in seinen Wahlkampfreden. Aber die Hoffnung würde ich nicht aufgeben. Das ist was, was der nationale Gesetzgeber alleine schaffen kann. Ich finde das ein sehr schöner Punkt und ich habe mal gelernt, das stimmt wahrscheinlich überhaupt nicht, aber ein Buchhalter hat mir das mal erzählt, wenn man alle Steuergesetze der Welt auf DIN A4 ausdrucken würde und würde die übereinander legen, wäre das eine Strecke von der Erde bis zum Mond. Und der Hälfte des Weges wäre das deutsche Steuergesetz. Ja, das ist durchaus plausibel. Ja. Kann man das dann doch, ist das gar nicht so weit weg von der Realität? Das ist nicht so weit weg, das liegt an Folgendem. Ganz grob jetzt mal, ganz grob hast du zwei Möglichkeiten. Du hast niedrige Steuersätze, die werden aber auch bezahlt. Oder du hast hohe Steuersätze und hast Ausnahmen, um das zu versteuernde Einkommen oder bei einem Unternehmen Körperschaftssteuer zu reduzieren. Und du hast Ausnahmen von den Ausnahmen und so. Das ist der deutsche Weg und der führt dann eben zu solchen kuriosen Gestaltungen wie Cum-Ex, also das Hin- und Herschieben von Aktienpaketen. Ja, und das führt dann eben zu den Auswirkungen, dass viele sagen, ich blicke nicht mehr durch. Also wer macht denn heute, jedenfalls wenn es einigermaßen kompliziert ist, wer macht das denn selber? Du musst ja praktisch zum Steuerberater gehen. Geht nicht. Wenn du also selbst als Privatperson sicher sein willst, dass alles richtig ist. Und nicht, dass Jahre später der Vorwurf als Steuerverkürzung kommt. Als Unternehmer sowieso nicht möglich. Nein. Und auch als Unternehmen nicht möglich und als Unternehmer auch gar nicht machbar. Weil ja die Zusammenhänge einfach da sind. Ja. Und ich beobachte das auch. Und dass gerade der Mittelstand, oder sagen wir mal so, große Konzerne, die auch internationale Strukturen haben und Vernetzungen, können natürlich setzen viel mehr Energie darin, dann eben auch, ich sag mal, möglichst wenig Steuern zu zahlen. Und der Mittelstand hat diese Möglichkeiten. Ja, lebenslang, genau richtig. Vor allem in Irland ist ja so ein Niedrigsteuerland. Es gibt ja Unternehmen, die qua Geschäftsmodell ohne weiteres in der Lage sind, ihren Geschäftssitz oder Konzernsitz zu verlagern ins Ausland, also Steueroptimierung vorzunehmen. In der Regel hat der Mittelstand, familiengeführte, eigentümergeführte Unternehmen lebenslang Deutschland. Ja. Und ich meine, mich erinnern zu können aus dem Studium, ich habe auch studiert tatsächlich, da gibt es einen Zusammenhang, ich weiß nicht mehr, wie die Kurve heißt, ich bin mir nicht ganz sicher, ich sage es auch lieber nicht, weil es wahrscheinlich falsch ist, dass je höher die Steuerlast ist, desto niedriger ist das Steueraufkommen insgesamt, weil immer mehr... Lafferkurve. Okay. Ja. Gut, dann haben wir wieder was gelernt heute. Ich hatte einen anderen Namen im Kopf. Ja, ich weiß gar nicht, ob es stimmt. Ich behaupte das jetzt mal. Ich hatte Philips im Kopf, aber ist auch völlig egal. Aber es ist tatsächlich so. Ja, wir müssen das recherchieren und drunter schreiben irgendwo. Also auf jeden Fall ist es so, dass je höher die Steuerlast ist, desto mehr oder desto geringer ist das Steueraufkommen, weil immer mehr investiert wird oder es immer sich mehr lohnt, muss man ja auch sagen, viel in Steueroptimierung zu investieren. Und deswegen gefällt mir, was du gerade sagtest, das wäre für mich auch das eines der wichtigsten Themen, gerade für den Mittelstand, dass man das Steuerrecht revolutioniert. Und da würde ich auch wirklich sagen, revolutioniert, weil es muss sich deutlich ändern, um eben da eine gewisse Einfachheit auch reinzubringen und dann auch anderen Unternehmerinnen und Unternehmern oder die es werden wollen, den Mut zu verleihen, zu sagen, okay, warum gründest du nicht? Oder viel mehr Gründung zu forcieren letzten Endes. Ich will das mal konkretisieren an einem Beispiel, was sehr eindrucksvoll ist, weil wir darüber permanent sprechen. Als der Deutsche Bundestag den linear progressiven Tarif eingeführt hat, dann hast du auf Steuerfreibetrag, Eingangssteuersatz und dann hast du oben den Spitzensteuersatz, musst du ja zwei Entscheidungen treffen. Wie hoch ist der Steuersatz und wer soll ihn bezahlen? Damals hat der Gesetzgeber gesagt, wer das 20-fache des Durchschnittes verdient,
Das ist ein Spitzenverdiener, der soll den Spitzensteuersatz bezahlen. Wären wir dabei geblieben, wären wir heute ungefähr bei 850.000 Euro Jahreseinkommen zu versteuerndes. Darüber müsstest du den Spitzensteuersatz bezahlen. Heute zahlst du den Spitzensteuersatz aber nicht beim 20-fachen, sondern beim 1,5-fachen des Durchschnittseinkommens. Das ist ja der Grund, warum, da wird es wahrscheinlich auch Mitarbeiter hier in der Firma Kemper geben, die das 1,5-fache des Durchschnittes verdienen und die sagen, Moment, das ist aber ein großer Unterschied zwischen Brutto und Netto und dann kriegst du eine Gehaltserhöhung oder ein Urlaubsgeld oder Weihnachtsgeld also und weniger in prompt schlägt der Spitzensteuersatz zu, ohne dass die wissen, dass sie den Spitzensteuersatz bezahlen und ohne dass sie Spitzenverdiener sind. Natürlich nicht für das gesamte Einkommen. Kein Mensch zahlt für das gesamte Einkommen den Spitzensteuersatz, aber für jedes Zusatzeinkommen. Das wiederum führt zu der Haltung, Kurve, zu der Haltung, lohnt sich eigentlich doch nicht, wenn ich richtig reinhaue, Überstunden mache, mehr tun als andere, lohnt sich doch nicht. Und ja, der Arbeitgeber sagt, wenn ich dem 100 Euro netto mehr geben will, muss ich aber 250 Euro mehr aufwenden. Ja, die Relationen stimmen nicht. Genau, oder wenn er die nächste Stufe erreicht, muss ich noch mehr. Also diese Diskussion führt man ja auch Verhandlungen, in Gehaltsverhandlungen beispielsweise, weil man muss dann, wenn man nicht genügend, sage ich mal, Erhöhung hat, dann hat man hinterher weniger auf dem, im Netto, weil eben diese Stufe plötzlich dann letzten Endes eine andere ist. Ja. Ja, das ist ja. Also die Floskel bleibt, Arbeit muss sich wieder lohnen, sagt man so. Jetzt, wo man was treibt denn den Menschen an? Ja, richtig, ja, vollkommen richtig. Jetzt, wo wir bei Floskeln jetzt auch gelandet sind, was sind denn so die Politiker-Floskeln, die du so gar nicht mehr hören kannst? So, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und so was. Gibt es so ein paar Klassiker-Floskeln, wo du sagst, da schalte ich ab? Also, da will ich uns übrigens gar nicht ausnehmen. Wenn es einen Regierungswechsel gibt, dann sagt jede neue Regierung, wenn sie an den Start kommt, wir müssen erstmal die katastrophalen Ergebnisse der Vorgängerregierung korrigieren. Immer. So, das sagt jeder. Zweite Floskel ist, wir müssen erst mal Kassensturz machen. Heißt auf Deutsch, wir haben viel versprochen, können es aber nicht halten, weil die Kassen leer sind. Wer ist schuld daran? Natürlich die Vorgängerregierung. Ja, klar. Ja. Oder vor allen Dingen, wenn es um Sozialpolitik geht, ist ja leider sehr, sehr beliebt. Nehmen wir mal als Beispiel, brauchen jetzt mehr Respekt in der Politik, was der Bundeskanzler im letzten Wahlkampf gesagt hat, gegenüber der Arbeit der Bevölkerung und so weiter, der Mitte der Bevölkerung. Wir haben vor ein paar Jahren abschlagsfreie Rente ab 65 eingeführt. Das war der berühmte Dachdecker. Man kann ja nicht mit 65 noch auf dem Dach arbeiten, aber jetzt ja bis 67. Die müssen vorher abschlagsfreie Rente gehen. So, also hat jeder das Bild des Dachdeckers vor Augen gehabt. Heute wissen wir, wer den vorgezogenen Ruhestand in Anspruch nimmt. Das ist überwiegend öffentlicher Dienst, das sind Banken, Versicherungen, die relativ selten auf dem Dach arbeiten. Sehr selten. Du musst dir das ja auch leisten können, weil die auch ein überdurchschnittlich hohes Einkommen haben. Ja. Das heißt, es werden Worte, Begriffe in die Welt gesetzt, die aber dann den Realitätscheck nicht bestehen. Und dazu kommt immer noch, ich muss ja bei jedem Schild lachen, hier fördert die Bundesrepublik Deutschland. Nee, die Bundesrepublik Deutschland fördert gar nichts, der Steuerzahler fördert. Der Staat kann überhaupt kein Geld ausgeben, was er nicht vorher von Privatpersonen oder Unternehmen eingesammelt hat. Der Staat soll mal aufhören, oder Robert Habeck mit diesem schönen Satz in der Energiepolitik, das bezahlt jetzt nicht mehr der Bürger, das bezahlt jetzt der Staat. Richtig hätte er sagen müssen, das bezahlen Sie jetzt nicht mehr über Ihre Stromrechnung, sondern das bezahlen Sie jetzt über Ihre Steuern. Hätte sie aber nicht so gut angehört. Ja. Ja, ja, das sind oder, so typische oder Ihre Politik- Kinder zahlen das. Ja. Das sind so typische Politikfloskeln. Aber da muss ich fairerweise sagen, keine Partei kann sich davon freimachen. Ja. Oder vom Ende her denken, da kriege ich auch immer eine Krise. Vom Ende her. Wovon denn sonst? Aber das habe ich heute Morgen gelesen, und zwar in dem Bericht, der in der Zeitung stand, über den 70. Geburtstag von Angela Merkel. Da wurde über sie gesagt, dass sie immer vom Ende her denkt und deswegen auch offensichtlich stand es da, Schwierigkeiten hat damit, dass sie jetzt 70 wird, weil sie sagt, jetzt nähere ich mich vom anderen Ende sozusagen. Ja. Wie ist das bei dir? Helmut Kohl hat immer gesagt, entscheidend ist, was hinten rauskommt. Das ist nicht so elegant, wie vom Ende her denken, weil man sofort ein schiefes Bild im Kopf hat. Ja? Aber der Gedanke ist im Grunde der gleiche. Ne?
Ja, man weiß die Zeit dann, sich besser einzuteilen. Man sortiert die Prioritäten neu. Irgendwann kippt das mal. Ja. Bei mir war es so mit Anfang, Mitte 60, dass man gesagt hat, Moment, jetzt wird die Zeit wird ja immer knapper am Ende. Ne? Ja, also ich werde diesen Monat noch 50. Ich habe dieses Gefühl jetzt nicht so, aber vielleicht ändert sich das doch. Also eigentlich nächsten Monat, aber... Was denn? Nächsten Monat. Ach so, ja, nächsten Monat. Ja. Entschuldigung. Gut, ja. Nur das hat drüber gesprochen. Ja, im August, ja. Stimmt, nächsten Monat, also in 4 Wochen. So, so viel Zeit. In einem Monat, so. Und letzten Endes, ich fand es aber trotzdem schön, dass das, auch so, es ist halt menschlich, ja, dass man denkt, naja, jetzt, man wird älter und das Schöne ist aber, dass natürlich alle um einen herum letzten Endes auch mit älter werden am Ende des Tages sozusagen. Also Mama wird nächste Woche 96, alte Dame ist noch fit, die habe ich heute noch besucht. Wow. Also liest die ganze Zeitung, kann sich noch prima mit ihr und hat eine Brille. Gut. Ja. Gibt doch mit 96 Jahre geht ihr eine Brille. Mit 96 darf Mama eine Brille haben. Das ist eine Gnade. Wirklich, das ist eine Gnade. Kommen wir nochmal auf junge Leute zu sprechen. Wir haben das vorhin schon, kurz angesprochen. Du hattest über die Talkshow gesprochen. Du hattest gesagt, mit 18, man sollte vielleicht erstmal da sich ein bisschen Lebenserfahrung sammeln. Was würdest du jungen Unternehmern oder jungen Politikern mit auf den Weg geben? Welchen Rat kann man denen mitgeben aus deiner Sicht heraus? Also, ich habe es vorhin schon angedeutet, vor knapp einer Stunde. Man soll nicht immer so tun, als wenn der eigene Weg der einzig vernünftige wäre. Ich habe ja eine Ausbildung gemacht zum Einzelhandelskaufmann. Ich war im ersten Leben Supermarktleiter und habe dann was völlig anderes gemacht. Und sagt nicht, dafür habe ich mich entschieden und bleibt das ganze Leben lang dabei, wenn ihr der Meinung seid, es ist doch nicht das Richtige für mich. Ruhig mal was anderes ausprobieren. Auch wenn die Eltern im Moment die Hände beim Kopf zusammenschlagen und sagen, nein, das ist doch schön und so, warum machst du das nicht? Auch hier, ein bisschen hier seinem Herzen folgen. Wir haben das vorhin schon erörtert. Was du gerne machen möchtest, das machst du auch gut. Ich will nicht immer sagen, richtig oder fehlerfrei. Aber du machst es gut, du machst es gerne, das sieht man dir auch an. Das ist das Erste. Und das Zweite, das gilt, glaube ich, für Politik wie Unternehmer auch. Nur nicht auf die Uhr gucken. In dem Moment, wenn du anfängst, bei der Arbeit auf die Uhr zu gucken, ist das ein sicheres Indiz dafür, dass es dir doch nicht so viel Freude macht, wie es dir eigentlich machen würde. Und ich kann mich noch gut erinnern, dass ich ein einziges Mal als Abgeordneter Arbeitgeber, ein einziges Mal habe ich eine Krankmeldung verlangt von einer Mitarbeiterin, übrigens völlig zu Recht. Ein einziges Mal in 23 Jahren. Ich hatte viele Mitarbeiter und Mitarbeiter auf dem Weg. Warum? Weil ich mich auf die verlassen habe. Und wenn mal eine kam und sagte, Herr Bosbach, ich müsste heute mal früher gehen, habe ich gesagt, ist doch kein Problem. Und wenn ich da mal eine Bitte hatte, habe ich gesagt, vorsichtig, können Sie heute eine Stunde länger bleiben. War auch kein Problem. Das heißt, du musst dem Mitarbeiter Vertrauen entgegenbringen. Manchmal wird es auch enttäuscht. Aber du musst ihnen Vertrauen entgegenbringen und sie geben es dir auch wieder zurück. Das heißt, geh mit den Leuten anständig um. Und zwar nicht von oben nach unten, ja vom Geschäftsführer zum Prokuristen, Abteilungsleiter. Behandle die Reinigungskraft genauso gut wie deinen Kollegen in der Geschäftsführung. Die Mitarbeiter honorieren das mit Loyalität zum Unternehmen. Ich finde das total wichtig, geben und nehmen und das Thema Prinzip Augenhöhe, was du gerade angesprochen hast, das hast du ja gesehen, im neuen Gebäude haben wir auch nahezu nur noch hohe Tische mit den entsprechenden Stühlen dazu, dass egal, ob man steht oder sitzt, dass man immer auf Augenhöhe... Also ich würde mal gerne ein längeres Fachgespräch mit dem führen, der das Waschbecken auf der Toilette montiert hat, was der sich dabei gedacht das hat. Das ist eine englische Erfindung von dem Herrn Dyson. Ja. Von daher, da müssen wir da nochmal... Wir können da mal gucken, ob der vielleicht hier mal so ein Gespräch führen kann. Ich war vor wenigen Wochen in einem Hotel in der Schweiz. Die haben sich mächtig gefreut, als sie mich gesehen haben, sogar in der Schweiz. Also, oh, aber schön, dass Sie bei uns sind. Also, wir haben ihn upgrade. Ja, seitdem bin ich immer unruhig, wenn ich das Wort upgrade. Ich habe eine wunderschöne Suite bekommen, Blick über den Vierwaldstätter See, alles herrlich. Ich habe nur das Licht nicht ausbekommen, weil ich 20 Knöpfe hatte am Bett.
wollte ich das Licht ausmachen, ging die Jalousie hoch, wollte ich die Jalousie runter machen, ging die Klimaanlage an. Ich habe es dann nach einer halben Stunde geschafft. Eine Lampe habe ich nicht ausbekommen. Es gibt ja nichts Peinlicheres, als wenn ein Mann mit 72 Jahren und 3 Staatsexamen bei der Rezeption anrufen muss und sagen muss, hören Sie mal, können Sie mal jemanden draufschicken, der das letzte Licht in meinem Zimmer ausmacht. Ja? Also immer an den Kunden denken. Ich komme doch aus der Zeit, wo oben war das Licht an, unten war der, ja, aber das Licht aus. Design schlägt manchmal Funktionalität. Und ich kann mich wunderbar an eine Geschichte erinnern. Wir hatten hier von unserem, wir haben auf dem Kilimanjaro vor 7 Jahren. Und wir hatten unsere Gruppe hatte ich hier getroffen zu Björns Geburtstag da. Ein Jahr später. Und dann waren wir im A-Haus bei unserem Kumpel Tobias Groten in einem smarten Hotel, ein Smartel heißt es, untergebracht. Und da war nämlich alles natürlich Steuerung über Handy und auch über ein Display. Und mehrere Leute, ich sag mal so, die Tatsache, dass das ein oder andere Bier getrunken wurde, hat vielleicht dazu beigetragen. Aber mehrere Leute haben unter vollem Licht schlafen müssen, weil sie nicht in der Lage waren, das auszuschalten an diesem Display. Und es gab auch keine Rezeption. Also es konnte, ja noch es konnte, es war ja ein digitales Hotel. Ja. Also es mussten wirklich viele Leute mit diesem Licht anschlafen. Aber manchmal sind das natürlich die Probleme unserer Neuzeit, die sind. Aber ja, wenn ich eine Woche da bin ich bereit, einen Tag zu opfern und mich mit der Technik, aber nicht, wenn ich nur eine Nacht da bin. Ja? Das ist natürlich schwierig. Ja. Vor allem, wenn man nur eine Nacht da ist und man schläft diese Nacht nicht. Das ist ja noch schlechter dann. Ja. Sehr schön. Und zu der Jugend, was du gesagt hast, das finde ich auch ganz interessant. Das will ich unbedingt noch loswerden. Man sollte auch gar nicht immer was auf seine Eltern hören. Weil ich glaube, dass die Zeiten so schnell sind, dass manchmal unsere Eltern und ich auch als Vater vielleicht gar nicht mehr die richtigen Ratschläge in jeder Hinsicht geben kann. Uns wurde gesagt, wenn du eine Lehre auf der Bank machst, dann ist das ein sicherer Job. Gott bewahre, wenn ich meine Lehre in der Bank gemacht hätte, hätte ich heute ein Riesenproblem, weil wir müssen uns nichts vormachen, was passiert gerade mit Banken. Ne? Banking is necessary, banks are not, haben wir schon immer gesagt. Und ich glaube, dass es relativ schwierig ist, auch für Eltern zu verstehen, wo die Reise hingeht. Deswegen gerade als junger Unternehmer oder als junger Mensch auf dieser Welt sollte man auf jeden Fall seiner Leidenschaft folgen, so dumm das auch klingt. Und wenn das manchmal vielleicht nicht sich gleich auszahlt, irgendwann, wenn man das Spaß daran hat, wird es das auf jeden Fall tun. Das möchte ich dann auch noch hinzufügen. Du hast mir ja vorhin aus der Seele gesprochen. Ich habe das gestern noch zu meiner Tochter gesagt und das nochmal angefügt. Der Zeithorizont ist heute auch ein anderer. Wir haben vorhin über die Rente gesprochen und so weiter. Du hast gerade gesagt, deine Mutter ist 96 Jahre alt. Wenn ich heute mit meiner Tochter spreche, die ist 22 und sie sagt, ja, aber ich muss mich ja irgendwie entscheiden, es ist eine wichtige Entscheidung für mein Leben. Ja, es ist eine wichtige Entscheidung, aber nicht für dein Leben. Ob du jetzt ein halbes Jahr lang erstmal nichts machst und dir etwas länger überlegst, was du denn vielleicht machen willst oder irgendwelche anderen Aktivitäten planst, vielleicht ein bisschen jobben gehst und so weiter, dann ist das nicht schlimm, weil du wirst wahrscheinlich mit einer großen Wahrscheinlichkeit an die 100 Jahre alt werden und dann hast du noch fast 80 übrig. Und das ist eine ganz andere Perspektive, ein ganz anderer Zeithorizont. Das passt eigentlich ganz gut zu dem, was einem die Eltern dann letzten Endes raten können. Wir sind, glaube ich, schon über der Zeit so ein bisschen. Ja, tatsächlich wird uns auch gerade hier angezeigt. Eine Frage hätte ich noch. Und gibt es eine Botschaft oder ein Prinzip, was du in der gesamten Karriere, in deiner politischen Laufbahn bis heute, muss man ja sagen, gelernt hast oder erfahren hast, was du noch mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern teilen möchtest? Also, da möchte ich nochmal trennen zwischen Politik und Wirtschaft. In der Politik, wir haben alle nur Verträge für 4 Jahre. Lassen wir uns mal nichts vormachen. Manche glauben, das wäre jetzt eine Lebenseinstellung und Anstellung. Nee, ist es nicht. Du hast im Landtag immer 5 Jahre, außer Bremen 4, im Bund immer nur 4 Jahre. Das heißt, du musst jeden Tag musst du das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger aufs Neue erwerben oder das in dich gesetzte Vertrauen bestätigen, damit keiner nach 4 oder 5 Jahren sagen kann, hat uns getäuscht oder wir sind von ihm enttäuscht. Das ist für die Politik ganz, ganz wichtig. Das heißt, Übereinstimmung von Wort und Tat, das ist ganz, ganz entscheidend. Und für die Wirtschaft, ich weiß, viele halten sich gerne raus. Engagiert euch. Auch der Unternehmer trägt eine politische Verantwortung, keine parteipolitische, aber er trägt eine politische Verantwortung für das Gemeinwesen. Ihr schafft und sichert Arbeitsplätze, ihr generiert im Grunde dadurch auch Wohlstand.
nicht nur für die Familien, die beschäftigt sind, da werden hoffentlich Steuern bezahlt, ja, Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer und anderes, mit die staatlichen Aufgaben finanziert werden können. Und für meinen Geschmack halten sich zu viele Vertreter der Wirtschaft aus der Politik raus und sagen, das ist in Amerika ganz anders. Das ist die Politik und das ist die Wirtschaft. Die eigenen Interessen zu vertreten, das ist legitim. Manchmal ist es kompatibel mit den Gemeininteressen, nicht immer. Aber ich freue mich über jeden, der sagt, das ist mein Land. Das ist nicht das Land der Regierung, nicht das Land der Parlamente, das ist mein Land und ich engagiere mich. Muss jetzt nicht unbedingt, obwohl es schön wäre, Parteimitglied werden, aber mal bei politischen Fragen das Wort ergreifen. Das wäre schon schön. Das kann ich zu 100% unterschreiben, würde ich sagen. Und das ist ein schönes Schlusswort. Und ja, vielen lieben Dank, Wolfgang Wosbach, dass du den Weg hierher gefunden hast, zu uns ins Westmünsterland, ins schöne Frieden, nahe der holländischen Grenze. Und ja, das war ein schönes Gespräch hier heute. Und nochmals vielen lieben Dank. Ich hab's.